Hallo, ich bin Abu, 27 Jahre alt, arbeite seit dem 1. Januar 2020 hier als Softwareentwickler bei der AVL SET und habe Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten studiert. Und heute nehme ich euch mit in meinen Alltag. Go! So, happy bei der Arbeit angekommen, weil ich nur einen 5-Minuten Weg habe. Sehr angenehm natürlich. Wunderschöner Tag. Tür öffnen hat geklappt. Ab und zu spürt mich die Julia aus übrigens, das muss ich hier auch noch erwähnen. Und hoch im ersten Stock an den Kollegen vorbei. In die Entwicklung. Mal schauen, wer da ist alles. Wer ist alles da? Ein paar im Homeoffice natürlich. Und der Olli, der ITler aus dem dunklen Eck. Und dann geht er wieder rein ins dunkle Eck. Zu gut. Genial. Das ist unser größter Besprechungsraum. Den Leuten winken, die gerade ein wichtiges Meeting haben. Am Arbeitsplatz angekommen. So, das Wichtigste natürlich zuerst. Über Projekte sprechen. Und dann direkt Coffee Time. Kaffeezeit. Geil. Unsere schöne Kaffeemaschine, die immer zuverlässig uns am Leben hält. Mit der Vanessa Kaffee trinken und Donuts anstoßen. Geil. So, am Arbeitsplatz, was gibt's Neues? Den Newsletter, Gen 5 Newsletter, immer interessant. Mein Spielzeug, auch interessant. So, unsere Test-Automatisierungsumgebung, da habe ich gerade, muss ich kurz schauen, da habe ich gerade in Python einen Test geschrieben. Damit testen wir unsere Software, die im Endeffekt auf der Plattform läuft und einfach um die Qualität zu erhöhen, Softwarequalität zu erhöhen. Das Ganze geschieht in Python hier mit ein bisschen C-Code mit drin. Genau. Da bin ich jetzt wieder auf dem Integrationsserver unterwegs, der automatisiert für uns die Softwareprojekte baut. Einfach damit die Entwickler entlastet sind und es nicht erstens bei sich lokal bauen müssen und zweitens kann man das auch automatisiert laufen lassen, auch nachts. Also sehr fancy, sehr cool auf jeden Fall. War eins meiner ersten Projekte. Da ist das Automatisierungsskript für Cornelius sein Projekt, das PEC-Projekt, mit statischer Codeanalyse und eine Menge Fehler, die natürlich nicht von mir stammen können. Ich mache keine Fehler. Wie jeder weiß in dieser Firma, müsste irgendjemand anders gefilmt worden sein zwischendrin. Da bin ich wieder, natürlich ohne Fehler. Wer hätte es gedacht? Alles läuft schön durch. Das ist schon ein schönes Gefühl als Entwickler, wenn man sowas sieht. Ballspiele der Vanessa. Schade, dass man nicht sieht, wie es ausgegangen ist. Und man hat sofort den Ball als Sitzmöglichkeit genutzt, Liegemöglichkeit, Sportmöglichkeit, alles zusammen. Meeting mit dem Chef, der große Häuptling, Chef von der Softwareentwicklung.